Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Spider-Man 2. Es geht weiter mit der Mission. Und wir haben auch einen neuen Anzug. Habe ich mir offline geholt. Und ja, ein paar neue Fähigkeiten. Das wird so ein Video vielleicht langweilig schwer. Jetzt mal hier eine Stiftung von Harry. Der weiß ja jetzt, ob wir Spider-Man sind. Hey Pete! Sieh dir das an! Alles okay? Mal sehen, was das Ding noch so kann. Was treibst du da? Wissenschaft, Kumpel. Ich betreibe Wissenschaft. Also, Spider-Man. Du sagst es MJ, aber nicht deinem besten Freund? Um dich zu schützen. Ich wollte... Klar. Ja, verstehe schon. Und dein Schüler ist das... der andere? Ist viel passiert, als du in diesem Tank warst. Ich weiß. Glaub mir. Ganz vorsichtig. Ups. Ja. Ich mach uns mal Kaffee. Scheint eine lange Nacht zu werden. Verdammt! Oder ganze Ding verwüstet. Na, die haben ja bestimmt eine gute Versicherung. Was zum Teufel ist hier passiert? Wir haben nur Experimente gemacht. Wo ist Dr. Connors? Er hat sich freigenommen? Nein. Er nimmt sich niemals frei. Ich gehe dann mal. Ja, ich rufe dich später an. Der ganze Ding auseinandergenommen. Besitzt Superkräfte? Das geht alles so schnell. Warte, was ist das? Hey Leute, ich empfange komische Signale vom Spider-Bot. Du auch? Genki, führst du irgendwelche Tests durch? Ich wollte euch gerade anrufen. Ein paar von denen haben das Netzwerk angepingt. Die benutzen seltsame Wireless-Protokolle. Ich sehe mir das an und sage Bescheid, was ich finde. Das dürfte Robbie gefallen. War das ein gutes Foto, Spider-Man? Die Spider-Man sind nicht die einzigen Helden in New York. Schüler pünktlich zum Unterricht bringen, das nenne ich eine Superkraft. Ich lade Infos auf den Spidey-Server. Verstanden. Ich sehe mich nach Ihnen um. Schickt mir die Daten, wenn ihr sie habt. Ich versuche rauszufinden, von wem sie stammen. Jetzt muss ich die Dinger auch noch sammeln, oder was? Lange Nacht. Hey, MJ. Harry und ich haben die ganze Nacht seinen Anzug getestet freigeschaltet. Und Unmengen Pizza verdrückt. Es war toll. Genau wie früher. Also, ich muss es wissen. Das ist ein Kristall von Marco. Harrys radioaktive Spinne. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Sorry, du musst kurz warten. Leute, ihr verteilt den ganzen Sand überall. Ihr solltet abhauen und euch was Schönes in den Tropen suchen. Das
auch schon. Ich sollte mir jetzt den Kristall ansehen. Aufbrechen. Jetzt werde ich ihnen folgen. Herausfinden, wer sie sind. Ich lande in dieser verlassenen Schule in Harlem. Und ich fange schon an, das zu bereuen. Marco muss in einer von Cravens Basen gelandet sein. Der Arme wusste nicht, worauf er sich da einlässt. Sorry, MJ, das war wichtig. Jedenfalls, ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist eine Art Exo-Anzug, der jede Spur seiner Krankheit vollständig auslöscht. Dr. Connors hat sich wirklich selbst übertroffen. Das ist unglaublich. Uns kommt gerade recht, wenn man bedenkt, was im Park los war. Irgendwelche Hinweise, wo Tombstone jetzt ist? Noch nicht. Aber sobald ich was weiß, rufe ich dich zuerst an. Oh, du bist die Beste. Ja, ich weiß. Okay, was jetzt? Wir wissen immer noch nicht, von wem der komische Spider-Bot war. Und wo kam er denn? Da hängt er. Hab dich. Hey, Yuri! Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal, diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter, aber ohne dich geht's auch. Wenn ich mitkäme, könnte ich sie im Auge behalten. Gut, gut. Ich habe hier letzte Woche einen alten Großmeister spielen sehen. Jeder durfte ihn herausfordern. Und er hat gegen ein Kind verloren, das in meiner Nachbarschaft wohnt. Hoffentlich macht es Dr. Foster nichts, wenn Spider-Man Peter hilft. Ach, machen wir hier weiter. Mal sehen, was hier drin ist. Ist sie reingegangen? Nein. Wie soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst, oder? Ist er doch. Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Ach, kann ich mit dir auch zusammenspielen? Links gehört mir. Das kam unerwartet. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Hier oben. Die Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Also, es ist anderthalb Jahre her seit... Ist es dir ergangen? Ich sehe ihn! Der Tor kannst du dir sparen. Wir sind zum Arbeiten hier. Das Narrenfeuer! Da ist er! Da! Keine Spur von ihrem Boss. Gehen wir weiter. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Mhm. Gut, um alle im Auge zu behalten. Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Sie werden nach dem Beitritt in Paare gruppiert. Moment, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Aha,
Die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Toll. Wer sagt's denn? Alle guten Dinge sind zwei. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Komm schon, wirklich? Spider-Corps war doch voll cool. Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Dreht ja voll am Rad. Denn alles brennt. Hast du das vorher schon? Gut genug. Sehen wir nach den Gefangenen. Wir bringen dich hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich weiß es nicht. Viele. Wenn wir durch diese Türen gehen, werden wir gesehen. Wenn das die Anhänger der Flamme sind, hält die Flamme dann da unten hoch. Ich glaube nicht! Was machst du denn da, Spider-Man? Ist alles okay mit dir? Du klingst! Hoffentlich gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirmschoner. Kein Problem für uns. Siehst du irgendwo die Türsteuerung? Nein, ich weiß nicht. Es muss einen Weg geben, diese Zellen aufzuschließen. Das Buch der Flamme. Klingt nach einem Bestseller. Hier laufen die Zellenkabel entlang. Na los! Ja, da war ja einfach. Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir den Versteck, dann zeige ich's dir. Das Krankenhaus nördlich von Astoria ist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. Was ist da denn jetzt? Du wusstest die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein! Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn sah. Woher kennt ihr zwei euch? Er hatte eine ähnliche Gruppe, als ich ein Kopf war. Ich nahm sie hoch, aber er entkam. Die Flamme lacht über dich, Ray! Die Flamme ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Oh, hi! Alter, das ist geil. Alles Teil der Prophezeiung. Dein Treffen mit der Flamme gefallen? Ihm bestimmt. Nein, nicht wirklich. Los, gehen wir nach oben. Hinter der Tür oben sind noch mehr Anhänger. Nur dort geht's raus. Warte hier. Wir gucken, das ist sicher. Du willst die Tür aufmachen? Wieso nicht? Wo ist jemand drin? Wir können uns alle kommen.
Flamme brennt eben. Okay, das Wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Als ich ihn als Polizistin jagte, gefiel sie. Er fand raus, wer ich war, um mir zu sagen, dass ich scheitere. Alles okay? Was weißt du noch über ihn? Eine vorherige Gruppe? Als wir kurz davor waren, die Frage sagte er, dass es gescheit ist. Sie umgebracht, damit niemand mit uns redet, und sie ließen es zu. Er ist ein Monster. Das ist das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Ich habe lange versucht, ihn aber andere Fälle kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht weit ist. Kennst du dich für würdig? Und die Anhänger der Flamme? Sind die wie seine alte Gruppe? Mit dem Ding. Diese Gruppe war klein. Oh, diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist. Ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen. Jetzt lass uns die Leute hier rausbringen. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Trapster heißt er. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. Besser. Wärst du kein Roboter, wärst du sicher giftig. Wo war denn das Verbrechen? Oh, den haben wir ja ganz vergessen. Hey, Spin, ich hab was für euch. Begebt euch an diesen Ort. Felicia? Hey, Felicia. Ich hab über das von den Jägern geklaute Funkgerät etwas über die Stilgießerei in Williamsburg gehört. Klingt, als wäre Tombstone dort. Er könnte Hilfe gebrauchen. Danke! Zum Glück geht es dir gut. Hast du es nach Paris geschafft? Ja, das habe ich. Ich dachte, ich schulde dir was. Euch beiden. Auch wenn der andere Spider-Man sich nicht die Mühe machen konnte, aufzutauchen. Ja! Apropos! Spar dir die Erklärung. Wir sind beide drüber hinweg. Er ist übrigens einer von den Guten. Das stimmt! Danke für den Tipp! Ohne dich hätte ich Tombstone vielleicht nicht rechtzeitig gefunden! Ja, danke dir. Pass gut auf dich auf. Diese Modebanausen werden mich... Ich ruf gleich zurück. Macht's in der Jäger. Ein Umzug? Ich hoffe, raus aus meiner Stadt! Werfen Granate! Du vergiftest uns! Ordentlich. Au, jetzt ist er erst einmal gestorben. Absoluter Wahnsinn.